So, hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Zeta. Oh, da flackert meine Maus auf dem Bildschirm, das tut mir leid. In der letzten Folge sind wir wieder hier in Vianga City angekommen und haben von den Plänen von Team Asgard erfahren, beziehungsweise die Pläne hatten wir ja schon, aber jetzt gibt's damit durchaus Probleme und sie sind nicht mehr ganz so vereinbar mit dem, was wir eigentlich wollen. Wir gehen mal hier lang und gucken, was der hier will. Ich liebe menschenförmige Pokémon. Sie können mir im Haushalt helfen. Ach, und du kämpfst gleich. Lass mich raten, du hast bestimmt irgendwie Rosanna und Pantimos oder so. Ja, das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Oh, das könnte wehtun. Nein, tut's zum Glück nicht. Oh, aber das tut weh. Es ist auch ein Crit. Tendenziell könnte die Kopfnuss jetzt nicht reichen. Das wäre ein bisschen unschön. Ah, wie erwartet. Aber die warum sind die Dinge aus? Die Animationen? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Klärschlamm ist es, glaube ich. Nein, möchte ich nicht. Oder Klärsmog oder so. Und Timber. Hört sich... Was ist Timber? Ah, Praktibike. Ich hätte vielleicht auswechseln sollen. Naja. Wie auch immer. Tschüss, Bazooka. Deswegen ist es keine Nuzlocke-Challenge. Damit ich nicht so viel mitdenken muss, weil ich bin ein fauler Mensch, der nicht viel denkt. Deswegen los, Melody. Mach mal hier Flügelschlag. Sehr effektiv, macht aber keinen Schaden. Das wird gleich hart wehtun. Jetzt, jetzt! Aua! Ja gut, das war absehbar. Aber jetzt kommt Reaper rein, finisht Praktibike ab und kriegt die ganzen Erfahrungspunkte alleine. Ja, das war natürlich alles durchdacht von mir. Aufwecker. Okay. Ich meinte, jetzt kommt Halcino rein und kriegt die ganzen Erfahrungspunkte für sich. Oh, wow. Los, Halcino, regeln. Sitzt ein bisschen weit links gerade, kann das sein? Ah, nee, es hat mir meine Ding verstellt. Jetzt, oder? Nee, hat's nicht. Nee, stimmt alles. Okay. Egal, Patrick, du bist besiegt. Willst du mir stattdessen helfen, als ob? Wow, das war... ein Desaster. Was ist denn da passiert? Holy shit. Das war vielleicht gar nicht mal so gut, der Kampf. Vielleicht sollte ich meine Pokémon nicht one-hitten lassen. Gut, Schwester Joy, dafür bist du da. Heil meine Pokémons. Los. Ich muss die ganze Zeit auch wieder darauf achten, dass mein Mikrofon funktioniert. Weil ich hatte es jetzt gestern wieder, da war ich halt nur in Skype. Aber es ist halt trotzdem einfach zwischendurch abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie... einen Kabelbruch drin habe, aber es geht halt die ganze Zeit, geht's jetzt wieder, aber jetzt geht's zwischenzeitlich wieder nicht. Hm. Naja, ein Quapsel. Hallo, Quapsel. Geh mir aus dem Weg, Quapsel. Ich finde dich zwar ganz nett, aber... naja. Ich bin ein Maniac für meine Pokémon. Das ist, warum sie mich... das ist der Grund, warum sie mich Pokémaniac nennen. Ha. Das erklärt einiges, nicht wahr? Ein Hupplup. Doch, Hupplup. Wir brauchen irgendwas so wie Feuerschlag für Bazooka. Weil Bazookas Spezialangriff ist so eine Katastrophe. Habe ich irgendwie parat. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss mal dran denken, einzukaufen. Ich schreibe mir jetzt eine To-Do-Liste.
Ah, da kommt noch eine Stachelspore. Zum Glück kommt unser Angriff durch. Ich brauche so eine To-Do. Ich schreibe mir jetzt so eine Liste. Die hänge ich dann links von mir dahin, weil ich sowieso die ganze Zeit links darüber gucke. Wegen... hier. Wegen meinem Aufnahmeprogramm. Und dann hängt da so eine Liste. Auf der einen Seite so To-Do-Liste. Kauf Items und heil deine verdammten Pokémon. Und dann hänge ich mir noch so eine Effektivitäten-Tabelle daneben. Obwohl ich gesehen habe, bei Sonne und Mond stehen die Effektivitäten jetzt bei den Attacken dabei, wenn man schon mal gegen das entsprechende Pokémon gekämpft hat. Oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich war etwas überrascht. So, ein Käfer-Pokémon. Können wir Melody einsetzen? Mit den Flugattacken. Mit den wundervollen... Weil ich finde, das macht das Spiel halt etwas zu leicht, auch für so Trottel wie mich, die keine Ahnung vom Spiel haben, obwohl sie seit Jahren Pokémon spielen. Das ist nicht gut, ich muss gleich auswechseln. Wenn kein Volltreffer kommt, nein, der Volltreffer kommt nicht. Dann wechsel ich doch mal auf Rambocchi, los Rambocchi. Ach, das Pursuit ist Verfolgung. Ups. Das wusste ich nicht. Wow. Also heute sind meine Kämpfe echt ein Desaster. Es tut mir leid, Leute. Das war viel Erfahrung. Und ein Papinella. Da lassen wir doch mal Rambocchi drin. Ich weiß, dass du das regeln kannst. Ich glaube an dich. Leute, das... Seht ihr das? Das ist der Schaden, den ich sehen will. Und ein... das ist... Windrose? Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall eine Flugattacke. Da kommt der Crit, den wir früher hätten gebrauchen können. Oh, und die ganze Erfahrung für Rambocchi allein. Und es reicht fast noch für ein Level Up. Ich bin immer noch ein Manny. Keine Angst. Ich finde es ein bisschen doof, dass man immer wieder zurücklaufen muss, um seine Pokémon zu heilen. Weil wir kriegen ja schon ziemlich auf den Sack, unsere Pokémon kassieren schon ziemlich. Und da die ganze Zeit zurücklaufen zu müssen, ich... Ja, aber da scheint es ja rauszugehen. Das ist unschön gemappt. Ich möchte... Oh, ein Psyau. Ich meine Esper. Ich möchte Kritik an diesem Mapping einlegen. Das hier ist nicht schön. Ich weiß, ich bin hier nicht der RPG-Maker, Game-Kritiker oder so und die erste Generation. Was bist du denn? Du siehst ja freaky aus, die Stadt. Ich bin jetzt nicht hier der Spiele-Kritiker Nummer 1 oder so. Aber... ich möchte durchaus an diesen zwei Teils Kritik einlegen. So, du. Ich werde oft mit dem Champion der Kanto-Region verwechselt. Denkst du wirklich, dass ich so ein großartiger Trainer bin? Ich bezweifle es, wenn du hier auf der Route mit Trainern der Pokémon Mitte Level 20 bist. Spinder ist... Ah, Pandir. Pandir ist cool, auch wenn du da etwas verbuggt bist. Mein Freund. Mein Pandir-Freund. Das war ein schöner Crit. Und zurückgeschreckt. Mensch, da ist es. Das ist. Double Crit. Da ist das RNG-Lag wieder auf meiner Seite. So, oh. Der hat keinen Skill. Dem geben wir ein bisschen mehr Glück. Der haut so viele nutzlose Attacken in seine Gegner rein. Los, der nächste Crit. Nein, leider nicht. Aufruhr. Das war viel Schaden. Kannst du damit aufhören? Müssen wir eigentlich überleben? Oh. Los, Halsino. Zeig ihm, was wir mit Aufrührern machen. Das heißt sogar wirklich so. Das ist ein Wort, das habe ich mir nicht ausgedacht. Glaub mir, ich studiere Germanistik. Ah, oh, dein Stampfer. Sollte an der Stelle reichen.
Okay, dann nicht. Dann eben noch ein Stampfer. Ah, ein schöner Erfahrungspunkt. Level up für Halsino. Und ein Flurmel, glaube ich. Los, Melody. Ich setze dich einfach mal ein, weil du die Erfahrungspunkte nötig hast. Reaper habe ich sowieso schon aufgegeben. Ach nein, du bist ein Ding. Ein Kamaup. Ich finde es irritierend, dass manche Attacken animiert sind und manche nicht. Das ist, vielleicht liegt es daran, wie ich die Mods installiert habe oder so. Dann tut es mir leid, dann ist es meine Schuld, dann nehme ich alles auf mich. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich am Spiel, ich bin mir nicht sicher. Naja, Ramboki macht jetzt hier Kamaup fertig. Die Erfahrung müsste reichen, ja, für ein Level-Up, sehr nice. Und Blue wurde besiegt. Ich sehe, warum du oft mit dem Champion verwechselt wirst. I see what you did there, Entwicklerteam. I see what you did there. Ich habe gar nicht gesehen, wie die Stadt heißt. Muss ich mal gleich einen Blick drauf werfen. Ich bin jetzt schon zweimal reingelaufen und ich habe es nicht gesehen. Und du läufst da auf der Stelle oder machst du gerade deine Kampfsportübungen? Alle diese Pokémon-Kämpfe machen... sorgen dafür, dass ich meine Gains verliere. Ich muss trainieren. Pumpen, pumpen, pumpen. Kariba Town. Kariba! Nein, es war Ariba. Ich will unbedingt ein Pokémon. Vielleicht könnte ich dann endlich meinen Traum verwirklichen und ein Teil der Top 4 werden. Ja, ich glaub's auch. Mit einem Pokémon. Klingt nach einem Plan. Psiau. Ich habe Dinge gesehen. Ich finde, sie sieht sehr lustig aus. Mein Vogel-Pokémon wird den Boden mit deinem Pokémon aufwischen. Das glaube ich nicht. Wyatt. Obwohl Tauboga durchaus mit meinem Pokémon den Boden aufwischen könnte. Außer es schreckt zurück. Dann selbstverständlich nicht. Ein Windstoß. Windstoß war es, glaube ich. Ich glaube schon. Und es macht natürlich nicht viel Schaden unserem guten Bazooka. Und Bazooka regelt hier. Kann hier Tauboga besiegen. Kriegt ein Level Up. Sehr nice. Und Flame Burst ist. Moment. Ich kann es euch gleich sagen. Eine spezielle Attacke. Yay. Attacks and Targeting with Bursting Flame. The Bursting Flame Damage Pokémon next to this target as well. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall statt Glut, weil es stärker ist. Ich weiß nicht, was Flame Burst ist. Wie gesagt, mit den Attackennamen habe ich noch durchaus Probleme. Staravia. Lassen wir mal Bazooka drin. Ach, du hast Bedroher. Das ist natürlich unschön. Ich wechsle doch mal aus. Sicher ist sicher. Auf Halsino, weil ich dich mag. Los, Halsino. Wisst ihr, es heißt so wegen seinem langen Hals, für die, die es noch nicht verstanden haben. Ich bin lustig. Lacht mit mir. Zum Glück haben wir mehr Initiative, deswegen reicht das auch. Es ist eigentlich traurig, dass wir nach jedem Trainer zurück ins Pokémon Center rennen müssen. Und ein Schwalbini oder Schwalbos? Wir werden es gleich sehen. Ich sollte mal wieder Flickflack einsetzen. Einfach für die Flickflack-Quote. Ich glaube, Flickflack hat noch keinen einzigen Kampf diese Folge bestritten. Ein Schwalbos. Sehr cooles Pokémon. Mag ich persönlich sehr gerne. Was ich aber persönlich noch cooler finde, ist Staraptor. Staraptor ist, glaube ich, meine Lieblingsletzte Entwicklung. So, wenn ich die in eine Reihenfolge bringen sollte, so alle letzte Entwicklung von diesen obligatorischen Vogelstartern, die es ja in jeder Generation gibt, wäre es wahrscheinlich Staraptor, Tauboss, Schwalboss und dann, ach Gott, was? Fiaro, dann... Ach, keine Ahnung.
Auf jeden Fall kommt Noctu ganz unten. Ich bin ja mal sehr gespannt, was jetzt, wie heißt es im Deutschen? Pepek, das neue Startervogel-Pokémon, also nicht Startervogel. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich darüber rede, oder? Magma, kannst du aufhören, da auf dem Pokémon Center zu stehen? Dankeschön. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das neue Starter, also obligatorische Vogel-Pokémon auf Route 1. Ihr wisst, was ich meine. Wie sich das weiterentwickelt, bin ich persönlich sehr gespannt. Gut, das wird die Zeit aber bringen. Wir noch einen Monat minus einen Tag, dann kommt's raus. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö mit Ö. Tschüssi. Tschüssikowski. Tschüssikopter. LOL.